Hallo und herzlich willkommen bei Bradomatee. Schön, dass alle dabei seid zum Sonntag. Es ist Sonntagmorgen und ja, es gibt so keinen Livestream, aber dafür die Rewards heute wieder. Die Squad Battle Rewards, ja, nach den Weekend League Rewards, die eigentlich ganz gut waren. Schauen wir mal. Hier sehen wir Varan, der inzwischen gekommen ist. Heute Nacht habe ich noch das 125k-Pack für die 300 Squad Battle Spiele geöffnet, aber leider der beste. Ein 84er, der Garcia als 84er, also nicht besonders gut. Schauen wir mal. Also, wir haben Rewards auf jeden Fall. Schauen wir. Schauen wir rein. Denkt dran. Da bei Spielen müsst ihr reingehen, dann auf Squad Battles und dann Squad Battles spielen. Und dann soll stehen, dass ihr in meinem Fall Elite 2, es waren 23.000 Punkte, die wirklich alles auf Ding spielen müssen. Auf Also, du müsst hier alles auf Weltklasse oder höher spielen, also Profi. Reicht fast nicht, ich habe mal eine Liste gemacht, aber ja. Also, fast 24.000 Punkte, die man da braucht hat. 85 seltener Gold-Profi-Pack. Ich meine, die Rewards sind nicht so schlimm, also du bekommst halt das Team of the Week-Pack und 5.000 Coins weniger. Das Team of the Week-Pack wäre natürlich nett gewesen, aber ja, wenn es nicht. Wer sagt, dass da was Gutes drinnen ist? Das sind halt 15.000 Münzen, die du halt fix verschenkst. Irgendwie fährt. Ist das vielleicht nicht die Welt? Hoffen wir mal, dass da was Gutes drinnen ist. Ich fange. Weil das ist ja schon besser, wenn du halt den Rang hast. Elite 2, dann hast du halt da zwei Packs von denen. Ja. Schauen wir mal. So. Italien! Das ist Tonelli. Ich habe jetzt nicht geschaut, Tonali. Das ist nice. Der war 60.000 vor der Weekend League. Der war 60.000, das ist straight. Oh, David auch. Aber der hat nichts wert fast. Tonali, wie gesagt, der hat so 60.000 gehabt. Ziemlich nice. Wow, das ist fast 100k, das Pack. Ja, tu mal alles rauf einfach. Wow, das erste Pack schon mal 60.000 Münzen. Mehr. Fast 100.000 Münzen das erste Pack. So, machen wir gleich das zweite auf. Dann machen wir das Mega-Pack. Ein Walkout. Einen Walkout wünsche ich mir immer. Aber das war schon Team of the Week unter 85er, der viel wert ist. Also ist nicht gut, oder? Aus der Liga gibt es, glaube ich, kein guter Deutscher. Von New York her. Gut von der Grant. Von Freiheitsstatue. Die Wörter habe ich lange nicht mehr gesagt. Blaovic, ja, ist halt leider auch nichts wert. Orban. Ja, Björn. Ah, die war letzte Woche noch als Teamkarte drin. Berg hier. Übrigens, ich bin drauf gekommen, wie man die SPC-Futter endlich aus der SPC-Box bekommt. Habe ich nicht gewusst, deswegen war meins so voll. Seltenes Megapack haben wir. Seltenes Megapack haben wir. Und dann ist 85 Plus Pack. Seltene Megapack hat nämlich nur 83 Plus und 85 Plus, da, ja, ein Walkout wäre cool. Also in Summe wäre ein Walkout oder zwei Walkouts halt cool. Aber ihr seht, wie schwer es ist. Das ist Pech. Irgendein 83er. Von Bayern, oder? Ja, das war jetzt leider nicht gut. So gut das erste Pack war, der Rest war dann nicht so gut. Und das letzte Pack könnte uns noch retten, aber da schaut es ja schlecht aus. Spinosolar war oft das wert, auch nicht. Das ist der andere Romero. War den habe ich oft jetzt gehabt auf den anderen. Wenn man Hunter, Katalyst und den Shadow, das ist natürlich auch super nice. So, das ist auch ein bisschen was wert, 500, das hat. Dann Hunter und Shadow, die muss ich behalten. Katalyst kommt wieder auf die Transferliste. Verkaufe alle. Das weiß nicht mehr, was das ist. Celtic wird weg. Und das Megapack ist immer viel wert. Also unterschätzt es nicht, was das an Wert hat. Da Atletico, Ajax. Und ich habe jetzt gar nichts Wildes gehabt. Aber wenn du sagst, das sind 1000 in Summe, die drei zusammen. Dann nochmal 1000, sind 2000, 3000. 4000, 5000. 6.000 nur durchs Discarden, 7.000, 8.000, 9.000 unten vom Bounce hast, weiß nicht, was der Wert ist,
Schauen wir mal. Haben wir schon auf die 10.000? Wir sind zu 15.000 in die Richtung. 15.000 plus der zwei sind nochmal 10.000. Dann 25.000 und 5.000 immer Discarden. Also 30.000 Discard Value fast. Oder ja, Value hier in dem Pack, obwohl es nichts Besonderes eigentlich drin gehabt hat. Ich meine, gut, Shadow und Hunter natürlich. So, und das ist das Highlight jetzt eigentlich. Schauen wir nochmal. Da gibt es leider nichts zum Aufmachen. Da hat es einmal so ein Coin-Pack gehabt und da hat es ein Pack gegeben jetzt da, die Tage. Da hast du 100k-Spieler drin haben können. Also, das hat 100, die letzten 100 FIFA-Points verbraten. Die übrig, die fast immer übrig geblieben sind, weil man es mit dem Pack halt anders ausgeht. Und das habe ich aufgemacht und da habe ich einen Neymar drin gehabt, ja. Tradable. Ja, machen wir auf. 85 plus, das ist unser bestes Pack theoretisch und unsere beste Chance auf den Walkout. Im ersten haben wir damals einen Walkout gehabt für den Oblak. So, bitte sei Walkout. Das ist wieder Dame rechts. Zeit die Ani. Das könnte sie sein. Nee. Falsche Mannschaft, oder? Ah, ist das bitter. Es ist halt schon cool, dass mit Tonali das Pack richtig gut war. Aber kein Walkout ist halt schon brutal. Ja, schade. Und sie hat da scheinbar Mindestwert, weiß ich nicht, 5.000 oder so, die sie wert hat. Aber schon bitter. Ja, schade. Schauen wir mal. Ja. Ah, vielleicht sind die alle so viel wert gerade. Wegen einem SBC-Futterpreis. Naja, gut. Ja. Sehr bitter am Ende gelaufen. Naja, in Summe war es trotzdem gut, also 100k, naja, weit über 100k, wahrscheinlich 150k in Summe mit den Rewards, die wir gemacht haben. Mit den 15.000 Coins und allem würde ich schon sagen, wir sind knapp an der Richtung 150k, ein bisschen davor. Ja, ich zeige noch kurz mein Team im Moment. Ich habe über 1 Million jetzt da. Da ist halt das Ziel, noch irgendwas zu verbessern. Ja, Courtois habe ich jetzt nicht verkauft eben. Ich weiß nicht, ob ich noch da habe. Ja, ne. Und jetzt, Vogels habe ich sowieso. Also, Vogels habe ich keine. Also, Vogels öffnen. Wer macht sowas? Ich nicht. Egal wie viel. Ich mache, ja. Dann habe ich gar nicht gespielt, die Weekend League. Aber wenn ich gespielt habe, war Bellingham und die Ding, die Dame von. Gut, im Ding hätte er noch versuchen können, in Son. Von Mate habe ich gespielt. Ja. Und was auch ganz cool ist, dass wir den zum Beispiel gezogen haben. Das ist untauschbar. Der hat auch diese Fähigkeit, was halt cool ist. Knipser Profi plus plus. Aber ja. Anderson ist tradable zum Beispiel. Dann habe ich noch nicht entschieden, ob ich ihn verkaufe oder nicht. Aber solange ich nicht brauche, habe ich ihn jetzt einmal behalten. Dann hast du ein Gold hier vorne, die hast du alle freischalten können. Ja. Zakaria. Das sind die Untrade-Spieler. Von Mati war wirklich nice. Die war ganz okay. Die war sehr gut rein, was gleich wieder Bellingham. Deswegen haben wir dann in Bellingham gekauft, die du verkauft, weil alle gesagt haben, man soll alles verkaufen. Schauen wir mal, wie sich die Tage der Preis, die Preise entwickeln. Wie gesagt, wir haben da Tender, das ist unser Team. Also, wie gesagt, Courtois muss dann ins Tor wieder, dann habe ich das auch nicht verkauft. Die brauchen einfach und das ist mir wurscht. Der ist so gut und ich brauche die Links für den Alaba. Ja, also wie gesagt, da ist alles Untrade eigentlich jetzt da. Er hat einfach 155 Spiele für mich. 71 Saliba, Untrade, Royal, Alaba 250, Touré 319, Jamal 205, Williams haben wir immer in die Weekend League Rewards aufgemacht. Das hat ziemlich nice, 41 schon. Gurecho, ja, die 205, die Patrick. Und die war ziemlich gut eigentlich. Aber die hält dann halt auch nicht so lange durch. Kommen wir vor mit der Ausdauer. Es ist fast immer gut zu wechseln dann. 181 Spiele. Sie ist auch sehr, sehr gut. Wirklich sehr gut. Messi 171, ja. Genau. So schaut's aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch gute Rewards. Bis zum nächsten Mal. Ciao.